Hallo zusammen, ich bin die Elisabeth und da ist mein großer Kollege, der Kontrabass. Jetzt gerade habe ich meinen Bogen über die Seite gestrichen, um dort den Ton rauszuholen. Aber ich kann auch mit dem Finger zupfen und mit der linken Hand mache ich die verschiedenen Töne, je nachdem, wo ich auf die Seite drücke. Bei uns gibt es eine Spezialität. Die Instrumente wachsen mit dem Spieler mit. Schaut mal hinter mir, da steht die ganze Familie. Von ganz kleinen Instrumenten zu mittleren Größen, ganz große Größe und noch die Reise-Edition mit Rädchen und dicker Hülle. Wenn man Kontrabass spielt, ist man in den meisten Ensembles und Gruppen herzlich willkommen. Sei es im Orchester, der Band, der Hausbande oder manchmal sogar noch als Verstärkung im Blasorchester. Selbstverständlich gibt es auch genug schöne Stücke nur für den Kontrabass, wie ihr am Anfang gehört habt, oder vom Klavier begleitet. Man kann sich natürlich auch selber begleiten und das Lied singen. Ich würde mich mega freuen, wenn jemand Lust hätte, den Kontrabass auszuprobieren und zu mir vorbeikommt und schnuppern. Ich freue mich auf euch. Ciao, ciao!